Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist ein besonderer Tag für mich. Ich bin fast schon ein bisschen nervös, weil wir heute, Jovet ist jetzt 6 Monate alt übrigens, zum ersten Mal in eine Hundeschule gehen. Für den Welpenkurs ist er aber eigentlich fast schon ein bisschen zu alt und das heute ist eben ein Welpenkurs und ich bin gespannt, weil er doch gerne so ein bisschen wilder tobt und wenn da jetzt ganz viele kleine Welpen dabei sind, könnte sich das ein bisschen schwieriger gestalten. Also ich bin ein bisschen nervös und auch, weil ich mir so denke, ja die ganzen Welpen, die haben noch diesen Welpenschutz und Jovet ist ja doch schon 6 Monate alt und wenn wir jetzt da auftauchen und irgendwie ganz schlecht abschneiden, dann wäre mir das äußerst unangenehm. Ich muss auch dazu sagen, es ist eine jagdliche Hundeschule. Also ich denke mal, dass die meisten, die in dieser Hundeschule sind, auf Jäger sein werden. Naja, unser Hund kann halt sowas wie dreh dich, schäm dich, also solche Zirkustricks, aber jagdlich ausgebildet ist er halt überhaupt nicht. Und ich hoffe, dass die Leute dort irgendwie respektvoll sind. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, also ich kann euch wahrscheinlich jetzt während dem Hundekurs nicht mitnehmen und nichts filmen und so. Aber ich werde euch berichten und ich bin gespannt. Ja, also was wir schon mal berichten können, es ist richtig, richtig schlechtes Wetter. Es regnet in Strömen. Und wie ihr wisst, mag ich ja Regenwetter sehr, sehr gerne. Es ist auf jeden Fall schon mal der absolute Härtetest. So, an dieser Stelle kurz Real Talk zwischendurch. Es war jetzt aktuell, nach der Szene, die ihr gesehen habt, war bestimmt 2 Monate Pause. Ihr fragt euch bestimmt warum, aber wir waren quasi zum ersten Mal in der Hundeschule und ich will jetzt sagen, es war katastrophal, aber man hat halt wirklich gemerkt, dass wir zwar gut trainiert haben, also wir waren wirklich allen erstmal von den Tricks, was das angeht, voraus, Sitz, Platz, komm her und so, aber diese Leinenführigkeit und auch die Kommandos durchzuführen, während da irgendwie 15 oder 20 andere Hunde waren, war wirklich extrem, wirklich ganz, ganz schwierig. Und ab da ist mir oder uns klar geworden, dass wir echt noch ganz viel Arbeit vor uns haben und dass dieses ganze Training nichts bringt, wenn man das nicht unter allen Umständen trainiert. Also es bringt mir nichts, wenn bei uns am Land ein-, zweimal ein Jogger vorbeifährt und das gut klappt, sondern ich muss echt in die Stadt, in Menschenmengen, das muss unter allen Umständen funktionieren, dass ich mich auf meinen Hund verlassen kann. Und das war halt einfach nochmal so ein Reminder. Back to reality, wir haben hier ganz viel Arbeit und dann ist eben dieses haha, lustig, schön, wir filmen jetzt mal mit und so komplett in den Hintergrund geraten und wir haben jetzt die letzten Wochen wirklich ganz, ganz hart und auch nochmal streng trainiert. Wir befinden uns aktuell mitten in der Hundepubertät. Es war echt nicht leicht, also versteht's mich nicht falsch, ich würde den Hund nie wieder hergeben. Ich bin so glücklich und ich liebe ihn so sehr, aber es ist so viel Arbeit, es ist so viel Zeit und Mühe, die man in diese Hundeerziehung stecken muss. Und ich musste einfach jetzt wirklich in den letzten Wochen 100% die Aufmerksamkeit auf den Hund richten. Also da war nichts mit mal kurz mitfilmen, sondern ich musste ihn wirklich mega krass erziehen. Und je größer unser Weimi wird, desto stärker wird er auch. Also ich musste ihm auch echt zeigen, wo es lang geht. Ich bin der Boss und ich bin stärker, nicht du. So viel mal dazu. Nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich zeigen, was wir in der Hundeschule bisher so gemacht haben und blende euch jetzt einfach mal so ein paar Tricks ein. Sind wirklich wenige, die mir ständig und jede Woche wiederholen, aber dann seht ihr mal so, wie wir uns auf die Begleithundeprüfung vorbereiten und was wir inmitten von 15 bis 20 anderen Hunden, die alle eigentlich nur spielen wollen, üben. Vorab, kurzer Reminder, ich war vorher nicht überzeugt von dieser Pfeife. Ich dachte, das ist so ein Jägerding, aber mittlerweile geht nicht mehr ohne. Ist wirklich praktisch, auch für Nichtjäger, also absolute Empfehlung. Als erstes haben wir mit der Pfeife geübt, dass er komm her und diesen Doppelpfiff verknüpft. Das heißt, wenn ich einen Doppelpfiff mache, heißt es immer, er muss zu mir. Der Hund kommt zu mir, er muss erst Sitz machen vor mir, dann kriegt er sein Leckerli. Bevor er wieder losläuft, sage ich zu ihm schauen, dann muss er den Blickkontakt zu mir aufbauen und erst dann darf er wieder loslaufen. Am Anfang von der Hundeschule stellen wir uns eigentlich alle mit Hund so in 5 Meter Abstand auf und gehen dann Slalom. Der Hund muss also lernen, dass er Fuß geht, auch wenn da um ihn herum andere Hunde sitzen. Dann wird Sitz mit Umkreisen geübt, das heißt der Hund ist im Sitz angeleint, die Leine wird hinter ihm hingelegt. Dann umkreist man den Hund quasi zweimal. Mit der einzigen Unterbrechung, dass man mal an der Leine zieht oder ihn an ihm ein bisschen ruckelt, um eben zu festigen, dass er sitzen bleibt. Und man muss den Hund immer von hinten abrufen, also immer der Rücken zum Frauchen quasi.
Das gleiche macht man natürlich auch im Platz. Das heißt, auch hier liegt der Hund da, man legt die Leine hinter ihn, umkreist den Hund, er muss liegen bleiben. Beim Platz kann man auch gut einmal drüber gehen oder hinter seinem Kopf klatschen, um einfach sicher zu gehen, dass der Hund unter allen Umständen liegen bleibt. Und dann ruft man ihn wieder aus ein paar Meter Abstand von hinten zurück. Aktuell arbeiten wir auch am Down. Hier ist es wichtig, dass man auch auf die Körpersprache achtet. Down bedeutet nicht nur Platz, sondern auch Kopf nach unten. Und auch hier ist ganz wichtig, dass man unter allen Umständen und auch Ablenkungen das übt, dass der Kopf unten bleibt. Das ist auch zur Sicherheit des Hundes. Und dann ruft man ihn von ein paar Meter Abstand von hinten eben wieder ab. Abrufen müsst ihr den Hund aber auch im Sitz und auf großen Abstand. Eigentlich 19 Meter. So weit sind wir aber noch nicht. Also wir machen jetzt mal kurz eine kleine Distanz zum Zeigen. Jovet, komm her. Genau, er muss vor euch wieder Sitz machen. Und das war auch schon die ganze Übung. Wenn wir das auf größere Distanz machen, habe ich aktuell das Problem, dass er nicht vor mir sitzen bleibt, sondern direkt an mir vorbeizischt. Komm her. Super, fein, toll und bleib. So, jetzt probiere ich noch mal ein bisschen weiter. Eigentlich müsste ich ihn von hinten abrufen, aber klappt noch nicht so gut. Komm her! Fein! Super! Hier, komm! Super! Ja, fein! Sitzen! Toll, gut gemacht. So. So. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wenn ihr wissen wollt, was genau unsere Herausforderungen waren, wie wir die gemeistert haben und so weiter, dann bleibt gerne dran. Ich weiß natürlich nicht, wann das nächste Video kommt, wann ich Zeit dafür habe, aber ich finde es unheimlich wichtig, ehrlich zu bleiben. Ich bin auch ganz offen und werde auch gerne kommunizieren, welche Fehler ich gemacht habe, wo meine Herausforderungen waren und wie wir es geschafft haben, dass wir ein gutes Team werden. Und dementsprechend bedanke ich mich erst einmal fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr dabei bleibt. Bis zum nächsten Mal, Jovet und Anna. Tschüss!